beide gut drauf? Jawohl! Und warum? Weil wir ins Meer fahren! Yes, Baby! Erster Tag Meeresangeln heute vom Ufer. Wir haben einfach kein Geld mehr, Leute. Deswegen müssen wir heute was fangen, um nicht zu sterben. Also Catch and Cook, was wäre dir am liebsten? Sierra? Nee, Wolfsbarsch? Tolle Fische, Fische. Doch, Sierra, wie wir es letztes Jahr tolle gemacht Fische. Haben. Sierra, wie wir die letztes Jahr gemacht haben. Sierra Bowl? Sierra Bowl. Ich hätte aber auch sehr Bock auf selbstgefangenen Squid. Vorspeise Squid, Zwischengang, Sierra, Avocado Bowl, Poke Bowl und Nachspeise. Der Barracuda war aber auch nicht schlecht. Nee, den fand ich nicht so. Und Nachspeise würde ich sagen, leicht gedünsteter Wolfsbarsch am Rote Bete Carpaccio mit Walnussstaub. Tolle Gerichte. Walnussstaub. Ich hatte genug Staub die letzten Tage. Brauche ich nicht mehr. Warum haben wir Staub? Ja, weil hier so ein komischer Sahara-Wind aufgezogen ist. Kalima heißt die Scheiße. Jetzt hat es aber heute ein bisschen geregnet. Deswegen haben wir auch alle Regenjacken an. Da hinten hängen noch ein bisschen Regenwolken in den Bergen. Und es hat so ein bisschen diesen Sand aus der Luft gewaschen. Wir fahren jetzt los. Wir sind nicht alleine. Seid ihr eigentlich gespannt? Ihr lernt heute wirklich Victors Sohn kennen, ne? Ja. Echt, das ist Victors Sohn? Victors Sohn. Wo ist der auch verrückt? Ist auch YouTuber. Auch Angel-YouTuber. Verrückt. Wir sind da und wir haben endlich einen Spot gefunden, den wir beangeln können. Und jetzt ist er da, unser Gast. Der Sohn von Victor. Der Sohn von Victor. Nein, kleiner Spaß, Leute. Es ist Felix. Einige von euch kennen ihn, einige sollten ihn kennen und einige werden ihn vielleicht nie kennenlernen, weil sie das Video vielleicht gar nicht sehen. Du bist ja eigentlich Karpfenangler, obwohl alles mögliche hängt. Ja, aber hauptsächlich Karpfen. Steckenpferd ist Karpfenangeln. Dann fangen wir jetzt Salzwasserfische, die so schwer wie Karpfen sind. Boah, das wär was, Alter. Schön, ja? 20 Pünder. Boah, wäre schön. 30 Kilo. Monster-Tun fangen wir heute. Ich habe schon angefüttert mit ein paar Boilies. 30er Muschelboilies. Nee, wir blasen jetzt wir blasen jetzt die Bellyboote auf und dann gucken wir mal, was geht. Eigentlich hatten wir das immer mal geplant. Wir haben immer geplant, das zu machen, aber wir haben es bis jetzt nicht getraut. Wir hatten Schiss. Lass das mal machen. Ja. Alter, Black Hawk down. Gut, dass meine Drohne gerade nicht in der Luft ist. Junge, wir drehen hier gerade. Ja, auch. Schon ein bisschen Show-off, oder? Das hätte er nicht machen müssen. Hätte auch weiter oben fliegen können. Und die Kurve hätte auch ein bisschen entspannter. Er war schon sehr sportlich genommen, die Kurve. Hat er sich schon sehr gefühlt gerade. Nee, also Routen jetzt endlich riggen und dann geht's da runter. Gucken, wie es wird. Sieht aber gut aus. Wir haben auch geile Strömungskanten hier unten. Sieht eigentlich nice aus. Lag alles jetzt hier gerade direkt an einem Spot. Ekelhaft. Mitnehmen. Nimm keinen Platz weg. Nachher nächsten Möhrenmann. Fertig. Na, hier kommt man durch, aber wie es dann weitergeht. Hier ist auf jeden Fall ein großer Sprung. Das ist ein großer Sprung, ja. Ich glaube nicht. Da hoch. Da ist er, Junge. Maxe, Junge, was für ein toller Schriftbarsch. Kann es einfach nicht sein lassen, ne? Die Barsche müssen sein. Ja. Egal ob im Meer. Auf Schwarzbarsch, Flussbarsch, Wolfsbarsch, Barsche. Lieber. Tolle Fische einfach, Barsche. Toll, toll, toll. toll. Ich hab mir gerade mal Yoshis W10 geschnappt hier. Ja. Und gesagt, ich entschneide mich mal schnell. Hat auch noch 5 Minuten geklappt. Petri! Macht Spaß mit der W10. Ja? Ja. Ich hab gedacht, ich hab einen Hänger. So doll hat der gezogen, ja? Wirklich, ohne Scheiß. Ich hab wirklich gedacht, ich hab einen Hänger. Die Route ist so weich, so dünn vorne, also so fein. Aidexos. Aidexos Fischus. Petri Max. Petri, Dank. Ein tolles Tier. Eigentlich sehen die ja schon geil aus. Sieht schon sehr geil aus. Guck mal, die Zähne vorne. Sehen schon krass aus, wa? Kann man die eigentlich essen? Kannst du. Ist ja direkt wirklich hier. Direkt hier unten in den Schlitz ins Wasser gefallen. Ins Wasser. Aber er hat den Köder noch nicht gekillt. Nee? Das ist zwar zerbissen jetzt hier, aber ist nicht gekillt. Ich kann noch einfangen. Mega. Geil. Dann gibst du mir die Route, weil ich will einen kleinen Jig angeln.
Okay. Jetzt hat der Karol sich auch ein Schneider yes, mit einem on. Schriftbarsch. Hast schon mal einen gefangen? Ne, mein erster. Dein erster Schriftbarsch? Yep. Hänger gehabt am Stein, Hänger gelöst, hing der Fisch dran. Schmecken sogar ganz lecker. Ja, aber der ist, glaube ich, ein bisschen klein. Bisschen klein, ja, ist nicht viel dran. Na, mal gucken. Dann oh, guck mal, da hat irgendwas noch drin. Da guckt ein Krebs raus. Eine Garnele. Oder eine Garnele. Gucken auf jeden Fall die Fühler raus. Ja, krass. Fühler von der Garnele. Ah, die lässt ihm drin. Ja, klar. Ah, schon wieder ein bisschen. Abgebissen. Fisch? Nein! Haken aufgebogen, Alter. Ja! Irgendwas richtig Fettes drauf. Vielleicht so eine Meerbrasse oder sowas. Bremse muss ich viel weicher machen, dann, wenn der den Haken aufbiegt. Geil, Caro, hört einen. Auf Hardbait? Ja. Oh ja. Guter? Ist hier hinterm Stein. Caro hat ihn gegen den Stein gekurbelt. Fing er ihn? Oh, Grouper. Hoch. Yes, Digga. Grouper. Ja, Grouper, Grouper. Petriesen. Danke. Nur Kleinkram bei den Jungs, bei den drei Jungs. Bei mir gar nichts. Ich habe einmal 10 Minuten probiert, aber nichts gebissen. Jetzt gibt es einen kleinen Snack. Wir hauen uns mal eben den Bauch voll und dann geht's in die zweite Runde. In der Dämmerung. Also wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde Zeit. Dann geht die Dämmerung los. Und dann probieren wir es nochmal. Und dann wollen wir den Sierra fangen. Sonst raste ich heute aus. Max. Ich auch. Ich bin schon kurz davor. Und dann im Dunkeln, wenn der Hafenmeister nicht guckt, probieren wir es natürlich noch im Hafen. Wie es üblich ist hier in Spanien. Auf Barracudas. Wolfsbarsch. Wolfsbarsch, Wolfsbarsch. Und Rojo Grande. Nee, keine Rojos. Ja, dann Spaß. Der erste Fisch der Dunkelheit bei Felix. Kleiner Seabass. Nee, ein Grouper. Ein Grouper. Das ist ein Grouper. Coral Trout oder so ist das, oder? Nee, das ist richtig. Ich glaube, die heißen wirklich richtig Grouper. Ein Grouper. Ein Grouper, ein schöner. Die werden auch nicht wirklich viel größer. Also kein, so, kein ich glaube, Goliath-Grouper. Viel, viel größer werden die. Nee, ist kein Goliath-Grouper. Da wird Victor stolz sein. Worauf? Auf seinen Sohn. Achso. Nee, schöner Fisch, geil. Nice. Petri. Mann, 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 die Fische wollen uns verarschen. Voll, Alter. Ich hatte zwei drauf, du hattest einen hinterher. Nee, ich hatte einen Biss. Ein Biss? Und Carlo hat einen drauf. Hinterher. Hier ist die Luft auf jeden Fall wieder nicht so schön. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte gerade mal checken, ob das immer noch deswegen ist oder ob das irgendwie jetzt so Dunst ist. Hier sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn das hier wieder so ein Sahara-Staub-mäßig ist. Naja. Na, Maxi, machen wir jetzt noch einen kleinen im Sonnenuntergang noch einen kleinen Strandtag? Es ist halt einfach frisch im Wind und ich habe meine Jacke nicht dabei. Wie der letzte Penner. wir gehen jetzt nochmal angeln, Leute. Wir haben ja im Dunkeln keinen vernünftigen Fisch mehr gefangen, leider. Deswegen jetzt letzter Versuch. Morgen geht's nochmal aufs Boot, dann geht's nach Hause. Letzter Versuch, jetzt was zu fangen. Also Leute, drückt die Däumchen und die Zehen. Maxi und ich haben übrigens letztens festgestellt, dass es ganz schön diskriminierend für unsere Zehen am Fuß ist. Also an der Hand hat man einen Daumen, einen kleinen Finger, einen Zeigefinger, einen Ringfinger und einen Mittelfinger. Am Fuß hast du nur einen großen und kleinen Zeh. Richtig. Und der Rest? Wie heißen die? Heißt die der Mittelzeh, Zeigezeh und Ringzeh? Richtig. Ja, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, wenn ihr da. Vielleicht habt ihr auch irgendwie andere Namen dafür. Vielleicht gibt es ein paar Fußfetischisten hier unter euch. Wir sind am Spot und es ist ganz schön wavy, oder, Digga? Ganz schön wavy hier. Mhm. So, auf jeden Fall aufpassen, wo wir uns hinstellen. Da, wo Carol seine Base gerade gemacht hat, ist auf jeden Fall zu nass. Und das, was Carol da gerade macht, sollte man sowieso nicht machen. Sich mit dem Rücken zur Welle stellen, wenn man den Spot noch nicht lange beobachtet hat am Meer. Genau. Also hier kommen wirklich dicke Brecher an. Die kommen so weit, dass sie hier oben einen nass machen. Also das ist schon nicht ohne hier der Spot jetzt. Nee. Da vorne sind auch noch ein paar Spots, die sind aber leider schon besetzt. Da hinten. Ja. Und so wie die Deutschen in Hotels ihre Handtücher auf die Liegen legen, stecken die Spanier einfach ihre Rute in den Felsen und belegen so mit ihren Spot. Ist gerade einer wirklich an uns vorbeigerannt. Der ist zeitgleich mit uns angekommen, ist an uns vorbeigerannt. Ohne alles hat seine Frau und sein Kind da vorne am Stein gelassen. Nur mit einer Rute in der Hand ist hier nach vorne gesprintet,
hat hier reingesteckt und geht jetzt zurück und holt den Rest wahrscheinlich. Ja. Sehr, sehr asozial. Aber wenn er Faxen macht, schubsen wir den einfach ins Wasser, würde ich sagen. Richtig. Oder? Ja, safe. Jetzt beste Uhrzeit. Oh, oh, nein! Nein! Ja! Hast du gesehen? Nein! Ja! Fuck! Fuck, da war der Fisch. Nein! Ich weiß es nicht. Irgendwas. Fuck!